Das wäre wohl eigentlich der erste Weg gewesen, den ich das letzte Mal gehen wollte, bis ich in die Gruppe mit Paladin gerannt bin. Eine gute Keule. Oh. Nö, hier oben ist nichts. Die Bodendarben der Fässer sind dunkel, aber trocken. Was auch immer sich früher in diesen Fässern befunden hat, ist längst ausgelaufen. Okay, der Weg hier ist eine Sackgasse, weil die Tür hier verrammelt ist. Okay. Wie sieht es mit seiner Gesundheit aus? 400 hat er noch. Das ist gerade noch so okay, denke ich mal. Tja, in den Innenhof komme ich schon mal nicht. Ich komme hier nirgendwo wo lang. Das hier ist ein Dead End. Das war also eigentlich alles unnötig, außer um an Erfahrung und an das Zeug zu kommen. Gut, dann würde ich mal sagen, ich könnte es von der anderen Seite wieder probieren. Ich könnte aber auch einfach jetzt hier den Weg drüben nehmen. Wo ist er? Den Weg da hinten zur Burgküche. So, da muss ich nur vorsichtig hier dran vorbei. Und ich glaube, es läuft darauf hinaus, dass wir sie töten werden und nicht den Priester. So. Hier müssen wir jetzt durch die Lager. Weil hier drüben haben wir alles erkundet. Hier sind nur Grüfte. So. Gucken wir mal nach hier oben. Okay. Essen und Trinken können wir einsacken. Und wo geht's da hoch? Zum Verlies. Da geht's wahrscheinlich hoch auf die Burgmauern auf der anderen Seite. Die gebratene Ziege schmeckt nur leicht nach Rauch und verbranntem Fett. Aus dem kalten Kadaver wurden mehrere Fleischbrocken herausgeschnitten. Hier wäre wahrscheinlich die Tür in die Burg. Oder muss ich, geht's hier hoch zu den Priesterquartieren? Das könnte natürlich auch sein. Ich werde es gleich wissen, wenn Hunderte von Paladinen mich überrennen wollen. Nein. Ich habe den Altarraum entdeckt. Da geht's raus. Erstmal hier nach Fallen gucken, an den Truhen. Eine gute Mondaxt. Ruben von Berat-Priestern. Eine Mordaxt, nicht Mondaxt. Und noch mehr Ruben. So, ich riskiere es jetzt einfach mal, kurz hier nach draußen zu gehen. Krieg wahrscheinlich gleich einen Schock. Ne, nicht ganz. Oh. Genau, jetzt bin ich nämlich wieder hier. Ich würde mal sagen, ich mache mir jetzt einen zweiten Ausweg frei. Light, flame and sound. We'll keep to our
So, den kann ich nämlich jetzt einzeln übermannen. Hey. So, jetzt habe ich zwei, die kann ich plündern. Das hier ist nämlich der Glockenturm, genau. And what does the flame reveal? Hier wäre der Weg nach unten gewesen. So, sammeln wir das noch hier ein. Genau, hier ist der Weg nach unten, den wir nicht nehmen können, von der Richtung aus. Grr. Ich hätte hier erst hochklettern müssen und dann wieder nach unten. Hm? Okay, ein einzelner Wächter. How may I help? Hauen wir den mal kurz um. Okay, umhauen lässt er sich nicht. Vielleicht lässt er sich mal betäuben. Ja. Wow, ich mache wirklich mit der Arbalest viel Schaden, auch wenn sie langsam nachlebt. Und er haut ihn einfach mal so. Oh, ups. Okay. Ein Redrick-Wächter. Versuch du den mal umzuhauen. Du heilst mal. Du betäubst ihn. Oh, du siehst ihn nicht. Ja. Und du versuchst ihn zu wildtieren. So. So, und den Bogenschützen, der ist ja kein Problem mehr eigentlich. So, genau. Wieder alles weg. Packen. Ein Stab. Kampfstab. Okay, Edda sieht langsam nicht mehr so gut aus. Es kann sein, dass wir demnächst wieder rasten müssen. Aber wir können es uns ja im Augenblick leisten. Okay, hier hätten wir noch Wege. Erstmal hätten wir hier Geld. Zum Hof. Zur Tempelrüstkammer. Zum Tempellager. Wenn ich jetzt in den Innenhof gehe, bin ich wahrscheinlich tot. Aber ich riskier's mal. Ja, hier sind ein paar viele Redrick-Soldaten. Gucken wir lieber mal in die Rüstkammer. Die hat vielleicht keinen Wächter und wenn vielleicht nur einen. Oder gar keinen. Hey, hier sind wir direkt. Ja, hier sind wir wieder auf der Höhe. A simple test. Mechanik 4. Okay, da warte ich lieber mal ein Level-Up ab. Bevor ich hier Sachen knacke. Ich muss meine Mechanik dringend auf Stufe 4 steigern. Oder einfach einmal rasten gehen, dass ich plus 1 auf Mechanik kriege. So ist die Frage, wo bin ich jetzt nochmal mit dem Paladin und den anderen Gegnern da drüben und gucke mich da weiter um. Oder gucke ich mich wirklich in den Tempelhallen weiter um, weil im Innenhof habe ich keine Chance, das weiß ich. Okay. Berat Paladin, der muss schnell sterben.
So. Hm. Und markieren tun wir mal. Kommt dann ein zweiter? Ja. Okay, ich glaube, die schaffen wir nicht ganz so wirklich. Ja. Außer wir würden zuerst den Hauptmann wahrscheinlich umhauen. Ja, die Paladine, die können sich hochheilen. Das ist nicht so gut. Okay. Dann eben in die Priesterquartiere gucken und vielleicht trete ich dann erstmal die Flucht an. Mhm. So, weil hier ist alles jetzt erforscht. Ich kann nämlich dann immer noch über die Kanalisation abhauen und nachher übers Dach wiederkommen, weil jetzt ist ja alles einigermaßen gesichert. So. Hallo? Zeug, was wir mitnehmen können. Ein Hohepriester. Und die sind aggressiv. Oh, die können auch dasselbe, was wie heißt das? Durance kann. Aber nicht so gut wie wir. Sorry, Leute. Ein Berat-Aktivit. Zwei von der Sorte. Nein, ein Priester. Okay. Die scheinen doch ein bisschen mehr drauf zu haben. Vielleicht hätte ich die Priestersachen anziehen sollen. Greift ihr den an? Okay, ich sollte mich eigentlich fast schon nicht mit den Priestern anlegen. Ah, Mechanik 3, das können wir. I'll get it open. Trank der Macht. Angriffsgeschwindigkeit und Ausdauer für 20 Sekunden. Der Trank klingt nach dir. Den Rest packen wir mal weg. Du hast allerdings schon einen Haufen Zeug. Dann pack mal das Essen weg. You give me any more gifts and people will start thinking you're playing favorites. Ja. Ich bin jetzt erstmal für den taktischen Rückzug, würde ich sagen. Den einen da müssen wir noch wegkriegen. Okay. Hatte sich schnell. Ich könnte natürlich auch noch mal runter gucken in die Burgküche. Aber ich glaube, da finde ich dann nur Paladine. Und wahrscheinlich andere Soldaten, wenn ich da lang gehe. Also wenn ich hier lang gehe durch die Tür. Nice and slow.